Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um die fünf Phasen eines Verkaufsgesprächs. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Let's go! Die Phase 1 ist der Kontaktaufbau. Menschen verschaffen sich in nur 7 Sekunden den ersten Eindruck von ihrem Gegenüber. Hinterlasse also einen positiven und einen sympathischen und einen empathischen Eindruck. Baue quasi eine Bindung mit deinem Gegenüber auf, mit deinem Kunden. Entweder in deinem Laden oder auch am Telefon. Die Phase 2, die Bedarfsanalyse, Bedarfsermittlung, muss sitzen. Und das ist die wichtigste Phase eines Verkaufsgespräches. Kein Kunde mag Verkäufer, Verkäuferinnen, die in der ersten Sekunde von ihrem Produkt oder Dienstleistung sprechen. Ein Kunde möchte seine Herausforderung für sein Problem gelöst haben. Also entwickel auch darin ein Fragensystem, wo quasi der Kunde dem Schuh drückt. Mit zielgerechten Fragen. Klär diese Herausforderung von deinem Kunden und biete quasi die Lösung für deinen Kunden an. Mit strategischen Fragen, W-Fragen, Alternativfragen und so weiter. Aber das ist die wichtigste Phase, die Bedarfsermittlung. Die vierte Phase ist die Abschlussphase. Wenn alles so wie besprochen mit deinem Kunden ausgemacht ist und du es aufgeschrieben hast und der Kunde hat schon innerlich Ja gesagt und du fragst ihn, soll mir heute diesen Vertrag unterschreiben für ihr Problem, dass ihr Problem jetzt gelöst wird? Und dann sagt er auch auf jeden Fall nein, weil er braucht ja diese Lösung, was du dem angeboten hast. Wenn du quasi schon Signale in dem Gespräch von deinem Kunden erkennst, tust du sie gleich zu deinem Abschluss hinführen. Wenn aber quasi Einwände hervorgehen, diese sind nochmal mit der Einwandbehandlung zu klären. Vierte Phase, Punkt 1. Ich habe ja schon gesagt, in der vierten Phase der Abschluss mit dem Einwand. Wenn quasi der Kunde einen Einwand hat, dann löse quasi mit dem Kunden zusammen diesen Einwand, egal was für ein Einwand hat. Vorwand, er muss quasi mit seiner Frau darüber reden, ist ein Vorwand. Da kannst du nichts machen, dann lässt du ihn auch gehen. Aber wenn er quasi einen Einwand hat, zum Beispiel, er hat noch Rückfragen zu dem Produkt oder zu dieser Dienstleistung, die kannst du ihm erklären. Aber wenn er quasi einen Vorwand hat, er muss quasi mit seiner Frau oder er muss normal einen Tag drüber schlafen. Damit kannst du dem Kunden nichts erklären oder nichts rausfinden. Weil das ist ein Vorwand. Genau, das wollte ich dir nochmal kurz doch mit dir mitteilen. Phase 5. Die Abschiedsphase. Wenn dein Kunde den Vertrag und das Verkaufsgespräch hinterlassen hat und den Vertrag unterschrieben hat, dann tust du quasi den Vertrag in eine Mappe eintüten und den Kunden Corona-bedingt natürlich dann verabschieden. Kein Handschlag natürlich, aber du kannst ihn freundlich die Tür aufweisen oder halt auch sagen, herzlichen Dank für den Auftrag. Und wir freuen uns, wenn sie es uns wieder uns bekehren und so weiter und so fort. Hinterlasst ein gutes, positiven Eindruck. Und kein Verkaufsgespräch ist denn so gleich. Jeder Kunde ist anders. Jeder Kunde hat ein anderes Bedürfnis, hat andere Herausforderungen. Und jedes Verkaufsgespräch ist halt auch ein bisschen anders. Deshalb kannst du quasi diese fünf Phasen immer wieder so ein bisschen für dich in Erinnerung behalten, wie du mit den Kunden umgehst. Denn jeder Kunde, jeder Mensch tickt auch anders da.
Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und viel Spaß beim Umsetzen.